Hallöchen, liebe Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück bei Let's Play Skyrim. Wir fahren direkt mal fort. Ich weiß zwar wieder nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, wie sehr, glaube ich, daran könnte ich noch einmal angekündigt hatte, dass unsere nächste Mission das Wiederfinden unseres Auftrages ist. Ich glaube, wir wollten Sachen verkaufen gehen. Daran glaube ich mich noch zu erinnern. Ich habe nämlich, glaube ich, direkt vor der Schmiede beendet, damit ich das auch gar nicht vergessen kann. Ich glaube, ja, direkt vor der Schmiede, ich glaube, das könnte sein. Naja, auf jeden Fall haben wir direkt vor der Schmiede irgendwo aufgehört. Und das können wir jetzt weitermachen. Verkaufen, Sachen wegpacken, ordnen, eine Folge lang. Könnt euch schon mal auf Spiel, Spaß und Freude vorbereiten. So, wie immer das erste Laden, extrem langsam und auch langweilig. Geschafft. Ja, genau. Dann warten wir mal so 12 Stunden. Ich finde schön, dass das gefixt wurde, dass man da nicht jetzt die ganze Zeit... ach, da fällt mir was ein. Und zwar müssen wir noch schnell die Voreinstellungen, Online-Status auf beschäftigt gehen, damit wir praktisch keine Benachrichtigung bekommen. Tja, so ist das Leben. Warte, wir können ja erstmal da lang gehen. Meine Freundin Clara, die Seherin, die sagt, dass die Dinge besser für mich laufen werden, wenn ich anfange, mehr Rückgrat zu zeigen. Tja, dann mach das doch. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Es macht Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ja, ja, den kennen wir ja, den Satz. Den kennen wir zu Genüge. Machen wir danach, nachdem wir unsere Ausrüstung sondiert haben. Gehen wir da schon mal die unsere Diebesgilde-Quest nach. Willkommen. Was hast du zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Werfen wir mal einen Blick drauf. Macht ein Kind im Waffenladen. So, verkaufen. Borbys Deutsch. Deutsch, weiß ich nicht. Ist das ein Questgegenstand? Eisendolch, Eisenerz, behalten wir noch, Elfenpanzerhandschuhe, weg damit. Pferdefell, Rundisdolch, nein, wollen wir nicht, Spitzhacke, wollen wir behalten. Stahlpfeil, Stahlstulpenstiefel, Stahlzweihänder, der Himmelsschmiede, Säbelzahn, Wolfspelz, Ziegenfell, Zwergenbogen. Hatten wir uns den genommen, entziehen? Ne, den können wir verkaufen, wa? Zwergen, okay, um 50%, na mein Gott. Damit zu. 12 Feuer, Schadenspunkte im Brand, 21 Schaden. Macht unser 16 Schaden, das ist ja einiges weniger, aber besonders wirkungsvoll wie Untote. Ja, wir behalten mal beide, würde ich sagen. Besonders viel bekommen wir ja dann nicht los. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen schmieden, würde ich sagen. Wa? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Gucken, was dabei rauskommt, wenn wir da fertig sind mit Schmieden. Gehen wir noch mal nach dem Haus, ein paar Sachen ablegen, ein paar Sachen sondieren. Ja, und dann widmen wir uns unserer Liebesgilden-Quest. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin gibt es... So, sonstiges. Eisenbahn, 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 Eisenbahn. Okay. So, lass mich ans Gerbegestell. So. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Leder. Da gebührt Eol und Grau. Leder, Leder, sein Leder, alles Leder. In der... Ich Leder. Nur eine faire Chance. Leder, 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 Leder. Einmal Lederstreifen. So, Schmiede. Dann hatten wir ja... Welches können wir jetzt machen? Schmuck war nichts, wa? Ein sonstiges Muschelscheißzeug hatten wir
Sachen machen wir nicht. Zwergen, Leder, Stahl geht nicht, Kaiser nicht geht nicht, Giftblasen, Eisen. Machen wir da Eisendinger, also hier Eisenhelme oder Handschuhe oder Helme. Zwei Lederstreifen, drei Eisenwaffen. Ja, was machen wir denn? Was ist denn das mit Eisen? 50, da legen wir mal zwei Lederstreifen, vier Eisenwaffen. Das ist eine ganze Menge. Hm. Der Wert ist ja nicht so hoch. Oh, gebändelte Eisenschild. Dafür braucht man also Korundenbarren. So, zwei Lederstreifen, drei Eisenbarren. Eisenfix, Axt, zwei Lederstreifen, zwei Eisenbarren. So, was mit einem Lederstreifen, sag mal. Lederstreifen. Zwei Eisenbarren, ja, gibt's tatsächlich. So, jetzt wollen wir noch den Rest Leder verbrauchen, wa? So. Dann brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen... Ich habe hier eine... So, jetzt brauchen wir noch mal Lederstreifen. So, 8 Stück. Direkt da, Olle. Jetzt gehe ich hier rein. So. Lederstreifen. Oh, so Lederstiefel. So. Jetzt gehen wir noch mal rein. Ja, super. Ich hasse es, dass der Tag sogar nicht mehr da ist. Na gut, dann gehen wir jetzt beim Pinguin, wie läuft heute die Bettelei? Ja, ja, verspottet den Dorf, der wird euch schon wieder behandeln. Die Göttlichen sind euch heute. Ich weiß. Was gibt's denn? So. Hier hinauf und dann zu unserem Eolund-Freund. Eolund, mein Freund. Weißlauf gehört jetzt den wahren. Preist, ja, die, preist Götter. Die Götter. So. Das haben wir gemacht. Eisenschwert hatten wir gemacht. Und das war's, glaube ich, schon, ne? Ja. Bekleidung. Bewendelter Eisenschild. Ein Eisenhelm. Lederarmschienen. Lederhelme. Alle neun, ja. Lederstiefel. So. Sonstiges. Ziegenfell. Ja. Ein Lederstreifen kannst du haben. Mhm. So. Weiter geht's. So, und jetzt hier rüber. Und was macht das Kaiserreich? Ja, was macht das nicht. Kaiserreich? Was macht es denn? So. Wir wollten Sachen verkaufen. Wir müssen jetzt nochmal zu ihm check. Dem Checker im Beletors Gemischtwarenladen, also Beletor selber. Und da verkaufen wir auch noch ein paar Sachen. Ja. Das werden wir jetzt uns noch anpacken und dann begeben wir uns zur Stelle, wo die Diebesgilde uns hinhaben will. Nämlich nach... Oh. Seht euch nur gründlich um. Nämlich, ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, geht... So, was für manche ist es Ramsch. Für mich ja, sind es Schätze. Bei denen kann man ja auch schon fast alles verkaufen, nur halt für einen schlechten Preis. Blaue Magier-Robe kannst du von mir aus beide haben. Steige die Frostresistenz um 30. Na, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber ich bin ja schon relativ frostresistent. So, das kann er haben. Kupferdiademe. Silberne Juwelenhalskette. Silberne Amnestitring. Aber irgendeinen Ring verzaubert? Nee, ne? Da gucken wir mal, bis wir einen finden.
Amulett von Mara, Amulett. Ach genau, wir hätten ja, wir wollten ja noch. Wir wollten ja noch ein bisschen heiraten, wenn ich mich richtig erinnere. Scheiß auf. Oh, er hat gar nichts mehr. Verdammt, ich hab's gerade für null verkauft. Ich Idiot. Willst du einen Kerzenhalter haben? Na komm, hast du irgendwas, was, womit du nochmal Geld raushauen kannst? Eisenerz, Dietrich. Gewöhnlicher. Gefüllt mit gewöhnlicher Seele. Ja komm, den können wir uns mal gönnen. Trollschädel, Silbererz, Vase, Wolfspelz, Zwergisch, Metallbarren. Denn der nicht gerade das wahre, das Gelbe vom Ei. Zaubertränke hat auch nicht gerade das, was man brauchen könnte. Ja, kleine Heilung ist jetzt nicht gerade das Prickelndste. Das Blocken, bla bla, beidhändige Angriffe, nein. Energieresistenz, Pelzhelm steigert die Ausdauer um 30 Punkte. Der ist noch ganz interessant, glaube ich. Der ist ganz interessant. Warte mal, verkaufen wir ihm erstmal noch unseren restlichen Scheiß. Beschwörerzeug braucht kein Schwein. Ritter, Blitzresistenz könnte nochmal nützlich sein. Haben wir da der Stärke Wasseratmung Volltreffers, den brauchen wir unter Garantie nicht. Ja gut, Wasseratmung an sich auch nicht. So, Gepärlenscheiß, sonstiges. So, wir hatten ja hier den Kerzenhalter, die Granatsteine. Und den Amnestit, der zu viel wert ist für ihn. Na gut, dann kaufen wir ihm jetzt seinen Ring ab, würde ich sagen. Ne? Bekleidung. Ring der Ausdauer, den kaufen wir ihm jetzt ab. Dafür bekommt er von uns jetzt nochmal den ganzen Ramsch verkauft. Also... Schriftrollen. So. War jetzt die Villa oder Mara? Ich glaube Mara, ne, war das mit dem Heiraten. Armbrust hochwertig, Eisenpfeile, orkische Pfeile. Eigentlich will ich dem ja nichts lassen. Ich will dem ja noch den letzten bisschen aus der Tasche quetschen. Soll ich mein Zwergenschwert dafür wirklich hergeben? Nee, komm. Dann gucken wir lieber, dass wir ihm noch die Drachenscheiße hier mit verkaufen können. Ich will so eine, diese Drachenschuppenrüstung sowieso nicht haben. Der Grund ist eigentlich ziemlich einfach, bis wir das mal herstellen können. Hatte ich eigentlich nicht vor, so lange zu spielen. Also ich hatte nicht vor, so lange zu spielen. Bitte kommt wieder. Bis wir die mal herstellen können, das dauert ja ewig. So, jetzt gehen wir noch ins Gebäudli von unserem Häusli und werden da nochmal die restlichen Sachen los, die wir jetzt hier über haben. Boah, krass, wirklich schon eine Viertelstunde mit vergeudet, hier Sachen wegzubringen. Ist halt auch nicht so die Arbeit, die schönste Arbeit. Muss aber auch mal sein, ansonsten sind wir andauernd überfüllt. Wir sind ja fast wieder Level 16, ne? Da haben wir ja schon ein gutes Stück geschafft. So. So, pass doch auf! Oh, mein Gott, und jetzt hier mal hoch endlich. Warum habe ich denn da gerade festgehangen? Egal. Truhe. Du
in die Truhe. Gucken wir mal nach. Kann man den Bundesdeutsch ablegen? Ja, Bundesdeutsch kann man ablegen. Super. Das heißt, Bundesdeutsch ist Krimskrams. Rundis Deutsch, da ist er. Nehmen. B-Klein. Nee, wir gehen mal hier rauf. So, was kann weg? Das heißt, die können wir eigentlich verkaufen. Die fallen mir eine Studie. Kann man ins Bücherregal legen. Drachenknochen können wir ablegen. Fackeln, Galles, verschlüsseltes, Gewehr, Granatstein, Halskette. Der ist gestohlen. Ach, deswegen war der nicht zu sehen. Ring der Ausdauer, Hundis Deutsch, Javions Kellerschlüssel. So, wir hatten noch eine ganze Menge anderen Krimskrams, die Spitzhacke. Zaubertränke ohne Ende. Naja, komm, dann. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ehre sei mit dir, meine Lydia, mein Huskar, also. Irgendwas hatte ich vor. Bücherregal. Null Bücher. Drei Bücher. Ablegen. Ablegen. Das geht nicht. Ach, das ist ein Questobjekt, okay. Ablegen und. Das heißt, wir haben zwei Questbücher mit drin. Na super. Na dann. Müssten wir ja um einiges leichter sein mittlerweile. Die Bretonnen leben übrigens in Hochfels, wo auch das älteste bekannte Bauwerk von Tamriel steht. Der Diamantturm. Auch als Direni-Turm bekannt, okay? Direni, okay. 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 Nein, natürlich nicht. So. Mir geht es gut. Da sollen wir jetzt hin, ne? Nach Markat. Ich will jetzt auch verlaufen und dabei die Gegend mal so ein bisschen erkunden. Dann würde ich sagen, aber laufen wir von Redoran zu. Ne, von hier, von da laufen wir, von Schwindlernest. Und. Oh, eine Daedra-Kriegsaxt. Ne, Streitaxt ist das, ne? Wenn das die Daedra-Kriegsaxt wäre, wäre das geil. Die sieht nämlich extrem cool aus. Nicht schlecht. Das erste Mal, dass ich die sehe. Also so hier jetzt im Ladebildschirm. Hat irgendwie was, muss man ja sagen. Hallo Pferd. Ist aber freundlich, dass sich das Pferd auf meinen Reisen durch die Gegend anschließt. Laufen wir erstmal da lang. Ich will mir jetzt hier ein paar Punkte. Was ist mit dem viel los? So. Das war gerade extrem merkwürdig. Ich will mir jetzt erstmal ein paar Punkte hier holen. Um dann nach mal und dann zwischendurch mal so Reisepunkte zu haben, an die man schnell rankommt. Was dieses Symbol da oben bedeutet, weiß ich bis heute nicht so wirklich. Absteigen. Ich weiß, dass man hier Sachen abholen konnte, aber ich weiß auch, dass unser Pferd versucht abzuhauen, aber das lassen wir natürlich nicht zu. Ich frage mich, für was das hier wichtig ist. Da oben gibt es einen Ort. Damit weiß ich, da ist eine Festung. Gehen wir mal die Straße entlang. Oder wir halten uns abseits der Wege. Wie im Film ja mal schon gesagt wurde, dann läuft man 2 Meter neben dem Weg. Irgendwas war doch letztens wieder. Fällt mir gerade so ein. Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, nachdem ich an meinen, an die lustige Unterhaltung hier auf YouTube unter einigen Videos denken musste. Und irgendwas war auch wieder bei meiner Lieblings-App.
Ach genau. Ein Beitrag zum Thema RTL und AsiTV war ja auf meiner Lieblings-App wieder zu finden. Und ich muss ja sagen, natürlich ist es eine Schweinerei, den Hund einer Familie nur für Einschaltquoten zu töten oder zu vergiften. Aber erstens, RTL ist nicht der einzige Sender, der sowas tut. Und zweitens ist unsere Folge vorbei. Den Rest der Unterhaltung gibt es dann in der nächsten. Ja, es sind 20 Minuten Parts, weil ich noch schnell was anderes machen wollte danach. Also ich muss mich kurz halten mit diesen Parts. Wünsche euch aber trotzdem viel Spaß dabei, auch wenn wir diese Folge nicht besonders viel gemacht haben. Und ich sage deshalb mal Tschüssi und bis zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ciao.